Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2, mein Warlock hier und seinem größeren Engramm-Tag. Ich weiß gar nicht genau, wie viel ich habe, aber es müssen einige sein. Ich habe einige Zeit wieder gespielt, die Engramme fluppen ja so raus im Moment. Gesetzloses Engramm und natürlich frohlockendes Engramm. Die kommen im Moment sehr schick, ganz schnell viel raus, überall. Bei jeder Aktivität gibt es ordentlich EP. Und ja, der Grünpfosten ist natürlich auch on the line. Da muss ich natürlich auch noch ein paar Triumphe abschließen, um halt alles zu haben, was ich denn haben möchte. Und ja, sonst bin ich gut weit beim Grünforst. Ich hoffe, ihr auch. Wir gucken jetzt aber erstmal nach, was ich denn hier alles so gleich equippen kann. Wie gesagt, es ist ein bisschen mehr, wie man sieht hier. Ich muss selber erstmal gleich durchziehen und gucken, was Sache ist. Und dann gucken wir erstmal als erstes mal eben schnell ins Inventar. Also, hier habe ich einmal 5 gesetzloses Engramm, hier einmal ein frohlockendes, 4 Primus-Engramme. Ja, also bei dem Primus-Engramm kommt es ja nur darauf an, was da an Perks rauskommt. Dann haben wir hier 5, 6, 7, 8, 9 gesetzloses Engramm und 5 frohlockendes-Engramm und 5 Primus, nee, 6 Primus-Engramme. Der Rest ist nicht der Rede wert. Ja, dann machen wir jetzt erstmal, würde ich sagen, die Primus-Engramme raus und dann wollen wir mal sehen, was noch so kommt. Ja, ich muss auch erstmal gucken, wie voll ich geladen bin hier. Wie gesagt, es ist das Problem. Man weiß nicht mehr, was man recyceln soll und was man behalten soll. Da muss man einmal mal gucken hier. Letzte Verdammnis. Das Ding eigentlich gut, spiele ich mit so einem Ding? Nee, spiele ich nicht. Gut, dann haue ich die gleich weg. Ich muss dann gucken, was ich hier noch so drin habe. Das habe ich schon alles infundiert. Obwohl, warte mal, da kann ich hier Außenseiter. Topen, tipp mal an. Dann haue ich den weg hier. Dann lasse ich die anderen drin. So, kann ein bisschen variieren. Ja. Aber wie gesagt, mein Tresor läuft auch langsam voll. Da muss ich auch mal was einfallen lassen. Mal ein bisschen Zeit investieren und einfach mal ja, alles rauskloppen, was ich nicht mehr brauche. So, Primusogramm Nummer 1. Primusogramm Nummer 2. Primusogramm Nummer 3. Und Primusogramm Nummer 4. Da hat der Osterhase mir nicht so tolle Sachen gerade gegeben. Vielleicht ist da nachher in den anderen Gramm ein bisschen mehr drin. Mal schauen. Wie gesagt, auch mein Tipp hier wieder am Anfang, ne? Erstmal schön ein Gramm farmen, dann bis zum Weekly Reset alles probieren. Danach die Sachen, oder davor noch kurz zum Weekly Reset, die Sachen kaufen bei Tests, die noch interessant sind und dann soll es so sein. So, schlechter Ruf hier einmal mit, mal gucken, Maschinenpistole mit Kill Clip und Zen Moment. Ist eigentlich ganz okay, aber spiele ich halt nicht mit, deswegen haue ich das Ding ganz gleich wieder weg. Dann haben wir Granatenwerfer, mit so einem Ding spiele ich auch nicht. Kann ich auch was rein informieren, was wichtig ist. Nehme ich mal die Hammerhead. Ich glaube, ich nehme mal die Hammerhead. Komm, ich grade die mal ab. Eigentlich ist die Hammerhead ein sehr gutes Maschinengewehr. Ich spiele halt liebend gerne mit Maschinengewehren. Ja, das ist so sogar so Donnerlord finde ich mit am besten. Danach kommt die Hammerhead. Ja, die 21% Delirium ist auch sehr gut, vor allem im Grünforst. Ja, das ist auch eine Empfehlung von mir, die dort zu benutzen. Die ist auch sehr stark. So, da haben wir hier Maschinengewehr geschickt. Gut. Und Spezialmunition finde ich ist auch gut. Eigentlich die beiden Perks sind gut. Ja, das ist nicht schlecht. Aber kann ich hier was noch? Das ist so viel. Was, ich weiß nicht, was ich behalten soll, was nicht. Komm, und das mal weg. Komm. So, zudem habe ich jetzt meine Ausrüstung auch komplett, wie man hier sieht, vom Grünforst hier, von der Schwägerei, vom Event. Da habe ich vollständig, wie gesagt, kann man ja natürlich schnellstmöglich erledigen, indem man halt einfach die Beutezüge macht, die Hauptbeutezüge, wo halt die Sachen einzeln rauskommen. Solltet ihr auch machen, wie gesagt, ja, weil sonst habt ihr den Boost im Grünforst nicht. Und natürlich auch hier die, das Elixier, wenn es einsetzt, ja, sage ich auch gerne mal, es ist fast bei allen Aktivitäten hier, ja, oder bei allen Aktivitäten eigentlich, könnt ihr diese Sachen einsetzen hier und habt ein bisschen Spaß, ja. Ein Nahkampfboost ist immer aktiv oder zum Beispiel Granatenboost, ja, da könnt ihr Granaten schmeißen, wie ihr wollt. Die kommen immer wieder, das ist schon ganz geil. Und als News, Bungie hat ein paar Sachen zurückgenommen, wo man halt zum Beispiel Triumphe erledigen kann bei einigen Aktionen. Ich weiß aber nicht ganz genau mehr, wo das war, aber das muss ich auch nochmal posten. Wie gesagt, einige Sachen hier, die zu erledigen, halt um so Sphären-Explosionen zu bekommen, zum Beispiel hier Sphären des Lichts in Schmelzsieg oder in Gambit erzeugen, da haben sie bei einigen Aktivitäten Riegel vorgeschoben, bei 4 Sachen. Da müsst ihr nochmal bei mir in der Community gucken, da poste ich nachher nochmal was. Die haben ein bisschen Riegel vorgeschoben, dass es nicht so schnell geht, leider, ja. Da muss ich dann selber nochmal lesen, wo das denn genau war und was es genau war. Aber da haben sie ein bisschen rumgenervt. Zudem haben sie natürlich auch Kritik eingeheimst, Bungie, weil halt für den Helm gibt es halt ein Ornament, was halt bei Eva Levante droppt, ja. Und das als, also es kommt aus einem Geschenk raus. Ein Geschenk kostet 75 schwelgende Essenz, ja. Es ist nicht gerade günstig, also richtig teuer und es ist halt Random Drop. Deswegen haben die gesagt, ja, es zählt, dieses Ornament leuchtet nur, während man die Schwägerei oder während die Schwägerei aktiv ist.
Und ja, danach ist vorbei. Das ist natürlich richtig ärgerlich. So schwägerische Essenz, wie gesagt, du müsst ja halt 75 ausgeben für ein Geschenk, da kann das Ornament rauskommen. Und dann ist Schwägerei das Event vorbei und dann leuchtet es halt nicht mehr. Und das ist halt ärgerlich. Ich weiß nicht, sehe ich eigentlich irgendjemanden mit so einem Ornament? Ja, hier, das hier. Das Ornament meine ich hier. Da leuchtet der Helm hier so ganz schön. Ja, das hier, das meine ich hier bei dem Warlock hier bei. Wer ist er denn hier? Rhythm Kev oder was? Das Ornament meine ich. Ich kann mal kurz mal gucken hier. Interaktion, so. Machen wir nochmal kurz. Ne, Profil nicht, sorry. Das Ich wollte ich habe jetzt nicht Staub angucken. gewischt und mein Inventar Spieler aufgeräumt. Bald inspizieren, fühlt das es wollte ich sich machen. an wie zu Hause. So, da gucken wir es mal eben kurz an. So, das meine ich hier. Schwägerei, Geweih, ja. Das sollte nicht mehr aktiv sein. Das wäre natürlich dann ärgerlich, weil das sieht eigentlich ganz Lass lustig aus. dich Es von wäre den jetzt ganzen nur ein Neuerungen nicht ablenken, Peter. kosmetisches Stück hier, aber trotzdem, man will es dauerhaft haben. Es ist ja umsonst gewesen, so viel zu farmen. Das nochmal eben dazu. Ja, hat ein bisschen gedauert gerade, aber es ist halt aktuelle News. So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Achso, da haben wir noch den Helm. Thorim Hain Kapuze hier einmal. Spezialmunitionsfinder, Sniper. Das Ding sieht auch sowas von schrecklich aus. Ich weiß nicht, es sieht aus wie ein Klo. Also, ich weiß nicht, wer sowas designt und toll findet. Also, ich wäre total bescheuert. Kannst auch Kaffee rausziehen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das halt ziemlich bescheiden aus, oder ist auch irgendwas anderes, was ich jetzt nicht erwähnen darf. So, Wir haben die haben wir Rotlegion. die anderen Primus Engramme auch noch mal eben raus. Sei Warte mal, ich gegrüßt. hole erstmal die anderen Sachen auch noch eben raus hier. Das, am besten immer auch die anderen Engramme, die dann so halt hier in die Poststelle waren, dann rausnehmen, weil ab und zu kommen da halt auch Verbesserungskerne raus, die wollen wir natürlich auch mitnehmen. Ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. So. Moment Alles hier. erledigt. Da wollen wir jetzt mal im Recyceln. Wie gesagt, da gucke ich mir auch gar nicht erst die Perks an, auch wenn vielleicht die Perks vielleicht zum Teil gut sind. Aber ich nehme jetzt einfach weg, weil ich habe keinen Bock auf Fundieren. Die Verbesserungskerne sind ja auch nicht en masse da. Ne? Da muss man auch immer mal anfangen, seine Rüstung auf Meisterwerk hoch zu pushen hier, weil ich habe auch nichts auf Meisterwerk großartig, außer hier die Handschuhe. Da muss man auch immer mal gucken, dass man da langsam mal zusieht. Aber wie gesagt, sonst halt immer erstmal raushauen und recyceln. Das ist für mich wichtig, damit man halt ein bisschen Platz schafft auch. Sonst ist es halt ein bisschen ärgerlich. So, Was kann ich für dich tun, Warlock? So. Okay. Zenobia D. Thorium Dingsbums auch wieder irgendwas gekriegt hier. Perks sind folgender. Das ist auch wieder schlecht, brauche ich nicht. Voll warte mal ein Klassik drin. Stiefer Simon. Erst Sleeper, ne? Sleeper Simulant, ne? Braucht man natürlich auch ab und zu mal. Muss ich noch ein kurz infundieren. Kostet natürlich auch wieder, egal. Da haben wir hier Thorium Hain Robe. Lesen kann ich auch gerade nicht mehr. Wenig gepennt wieder, leider. Sorry dafür. Ist ja Ostern, ne? Und wenn man arbeiten muss, trotzdem über Ostern. Und dann muss man hier noch zocken und dies und das. Und dann noch private Aktivitäten. Da ist man dann irgendwann mal müde. Ist leider so. So, ich muss mal kurz durchzählen hier noch, wie viel wir hier noch in der Poststelle haben. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8. Out? Kann ich richtig lesen? Nee, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, 8. Gut, dann haben wir mal eben kurz. Willkommen, Hüter. F4. Okay, haben wir mal 4 mal eben raus hier. So, fangen wir jetzt mit dem ersten an. Okay. Kapuze der Kormoranenklinge. Sieht eigentlich ganz interessant aus. Dann hier Schlaflosigkeit, Waffenornament hier. Okay. Auch nicht so geil, wie ich es dachte. Komm, ich mach mal langsam Exo. Vor Hut Botenhülle hier. Frumioses Blau Shader. Auch nicht so toll. Mann, ey. Dann haben wir. Oh, hier. Kranichprojektion. Das sieht interessant aus. Das könnte ganz lustig sein. Immer das Klauen hier einmal. Okay. So, jetzt haben wir hier zwei frei. Jetzt holen wir das mal eben raus. Versuch mich bald wieder. So, und das alles noch schön aussieht. Ich brauche noch ein Wir kommen Thumbnail. zurück. So, dann holen wir jetzt mal hier alle raus. Zack, 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 zack. Das macht ja mal Spaß, ne? Loot abholen ist immer schön, auch wenn es nur kosmetischer Loot ist. Egal, es macht Das trotzdem Everwhere, sonst Spaß. steht dir zu Dienst. So, das sieht auch wieder schick aus hier. Ich brauche aber mal ein Thumbnail, sorry dafür. So, jetzt machen wir hier weiter. Wir machen erstmal den gesetzlosen Gramm weiter hier. Oh, Sonnenschusshülle. Nice, sehr schön. Geil, die fehlte mir auch noch. Sehr schön. Erstes Exo hier, das ist schon mal gut. Sorgenvolle Hülle hier einmal. Cargulo-Borste Shader. Dann haben wir hier Altmetall MS 12387.
Okay, sonniges Gemüt hier. Goldene Steileffekt, Teleporteffekt, auch nicht so geil. Mann, was ist los? Und dann haben wir noch Boxertanz. Okay, mal gucken, wie die Geste ist. Mal schauen. So, jetzt fangen wir hier mit den schönen Engramm, neuen Engramm an. Und ich hoffe, dass der Anstieg Loot auch bei. Ja, 3, 2, 1 mit dem ersten hier. Die Saturnalien. Transportmittel, okay. Naja. So, machen wir gleich direkt weiter. Okay. Äquatoriales Equilibrium. Was? Was sind das für Namen? Mein Gott, ey. So, Frühlingsbrise-Effekt, Teleporteffekt. Ja, brauche ich auch nicht. Ja, ey, wenn da jetzt kein Exo bei ist, ey, wäre echt ärgerlich. Mann. Na gut, wir hatten doch bis zum 6. Mai Zeit, einiges zu farmen. Wie gesagt, und sonst müsst ihr halt das kaufen, was bei Tests im Angebot ist. Oh! Lapinhülle soll auf Französisch übersetzt auf Deutsch Hasenhülle heißen. Hat ja auch einen Sinn, hat mir jemand mal geschrieben. Lapin, oder weiß ich, wie das ausspricht. Keine Ahnung, kann er nicht Französisch. Soll wohl Hase heißen. Ja. Hier lernt man auch was. So, Frühlingsblühen, Stiefel hier einmal. So, wie gesagt, ne, die Schwägerei, das ist bis. Welcher Tag ist es? 23. April noch aktiv bis 19 Uhr. Das könnt ihr alles kaufen. Wenn noch was fehlt, was ihr davon haben wollt, auf jeden Fall vorher kaufen. Wie gesagt, ne, das könnt ihr euch noch hier ziehen, natürlich für Glanzstaub. Und natürlich auf der zweiten Seite gibt es natürlich auch noch schöne Sachen. Und ich Tasse Tee, ja, die glaube die ziehe ich mir einfach mal, obwohl, ich habe noch Zeit. Ich warte noch, aber das würde ich mir noch kaufen. Wostock habe ich schon gekriegt, aber wie gesagt, die Sonnenschusshülle gibt es auch gerade aktuell zu kaufen, ja. Kostet aber auch 2850 Glanzstaub. Also die drei Sachen hier würde ich halt sonst empfehlen. Also die Geste, der Geist und natürlich hier einmal Wostock. Aber es kostet natürlich ordentlich, aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen aktiv. Also machst du erstmal mit, wie ich, erstmal ein Gramm öffnen, probieren, ob das rauskommt, was ihr vielleicht da kaufen möchtet. Und sonst müsst ihr halt kaufen. Ist leider so. Kann man leider nicht ändern. So, dann kommen wir jetzt hier schon zu den schönen Drops, die reingeflogen sind. Die Shader kann man gleich direkt wegmachen. Den Teleport-Effekt nutze ich auch nicht. So, dann haben wir hier die Saturnalien in Auftrag gegeben. Anlässlich der ersten Schwägerei im Turm, gesponsert von Dato. Ja, brauche ich nicht, nehme ich Glanzstaub mit. Kaufe ich mir dann lieber was für. So, Äquatoriales Equilibrium. Ist es richtig gelesen? Ich habe keine Ahnung. Die beiden Tage im Jahr, an denen die Lichte. Hä? An denen der lichte Tag und die Nacht auf einem Planeten gleich lange dauern. Das ist, die schreiben da auch mal einen komischen Kram durch. Ich habe keine Ahnung, was das soll. So, Frühlingsbrise-Effekt zweimal kann auch weg. Brauche ich auch nicht. Was soll's? Da haben wir hier noch Blütenprojektion. Ja, kann auch weg. Goldspur haue ich auch weg. Aber hier ist der Hase. Den will ich natürlich behalten. Guck mal, was die Perks sind. Lapin-Hülle. Geisthülle. Für Geister, die lieber alte Frühlingstraditionen neu erfinden. Ist schon lustig irgendwo. So, was haben wir denn hier? Schatzsucher spürt die Post innerhalb eines 1,50 Meter Radius auf und vermehrt Glimmergewinn. Dann Omni-Telemetrie, generiert Waffenmeister trainiert die Daten für alle Mentalwaffen-Kills. Und dann haben wir hier Hellas Becken-Scanner, Chance auf zusätzliche Gruppenverbrauchsgegenstände in Hellas Becken. Kein guter Geist für mich, kein guter Geist leider. Das ist halt nicht so toll, um ehrlich zu sein, ist eher schlecht. So, hier haben wir noch eigentlich die Projektion gekriegt, hier, und zwar die Kranich-Projektion. Die will ich mir auch nochmal angucken. Ja, der Geist hat keine guten Perks, die ich eigentlich gebrauchen kann. Aber ist halt Exo, deswegen wollen wir den natürlich auch nochmal haben. Aber das ist ja, da kommt einfach nur hier so rein. So, dann gucken wir uns erstmal Fuhut-Botenhülle an hier, für Geister, die die Lieferkette der Fuhut unterstützen. Ja, so sieht das Ding auch aus. Aber, wie gesagt, ist kein Exo. Gucke ich mir gar nicht erst die Perks an, brauche ich nicht. Sorgenvolle Hülle hier, Geisthülle, für Geister, die nicht aufhören können, nachzudenken. Genau, also an sich sind die Perks vielleicht ganz interessant für Leute, die halt eben das auch gerade brauchen, aber wie gesagt, ich brauche halt hauptsächlich nur diesen Perk hier, ich zeige Ihnen kurz, alle EP-Gewinne sind um 10% erhöht, alles andere brauche ich eigentlich nicht, das ist leider so, ja, und deswegen muss ich, oder kann ich die einfach wegkloppen, da hole ich nicht über den Glanzstaub raus. So, Sonnenschusshülle, wie gesagt, aktuell auch bei Tests zu kaufen, für Geister, die sich an Louis Fangs Feuer erinnern, das sieht auch ganz lustig aus, der Kasten hier, könnte auch ein Radiowecker auf dem Schreibtisch sein, oder neben dem Bett eher gesagt. So, hier ETZ-Depotfinder spüren die Post innerhalb von eines 30 Meter Radius in der ETZ auf. Da haben wir hier Arkuswaffen an die Seite generiert. Waffenmeister-Telemetrie-Daten für Arkuswaffen-Kills. Und hier einmal Omni-Telemetrie generiert. Waffenmeister-Telemetrie-Daten für alle Elementarwaffen-Kills. Ja, auch nicht gut. Eher wieder richtig schlecht, um ehrlich zu sein. Aber ist halt Exo, nehmen wir mit. Macht nichts. Ja, aber ist trotzdem nicht so geil, wie ich es gerne hätte. So, da gucken wir nochmal einen Kranich an. Aktuell habe ich hier Siever-Projektion, sieht auch ganz geil aus, aber wir machen jetzt mal Kranich rein. So, wo ist ein Kranich? Ich habe auch schon recht viele, so wie man sieht. So,
Brauchst du ein paar Gestenhüter? Das wird auch irgendwie was. Sieht auch gar nicht aus so richtig wie ein Kran. Ich sehe irgendwie aus wie ein Ungeheuer oder so. Aber das lassen wir mal drinne. Das lassen wir mal so drinne. Ist okay. So, da haben wir hier Frühlingsblühenstiefel hier einmal. Mit Perks, die ich nicht brauche. Egal. Brauche ich nicht Rüstungsornament von dem Event. Ich habe ja eh hier das Schwägerei-Set. Das andere spiele ich sowieso nicht. So, Kapuze der Komoran-Klinge hier. Licht ist keine Macht, Licht ist keine Zauberei, es ist eine Fähigkeit, wenn du es nicht mit Bedacht einsetzt, wirst du jedes Mal scheitern, Warlock Anur Mahal. Da haben wir hier auch Perks, die ich nicht gebrauchen kann, schade aber auch, deswegen kann der Helm auch wieder weg. So, kommt auch immer wieder, sonst kaufe ich ihn halt nach. Auch nicht so tragisch, ne? So sieht's aus. So, da haben wir hier noch sonniges Gemüt, Sparrow gekriegt, lass den Sturm hinter dir. Ja, brauche ich leider auch nicht. Aber ja, wie man sieht, ich bin so vollgepackt mittlerweile, ey. So, Altmetall MS-12387, ein geborgenes Schiff aus dem Tal der Könige auf dem Mars. Ja, schöne Sache. Aber sieht auch nach nichts aus. So, dann haben wir hier noch Gesten gekriegt. Oder eine, glaube ich nur. Mein Gestenbaum ist auch gut bestückt, aber da habe ich zumindest keinen Platzmangel, weil das ist ja, das soll es also immer sein. Man kann so viele Gesten haben, wie man will. Es interessiert das Inventar null. So, Boxertanz haben wir einmal gekriegt. Schwebe wie ein Warlock, stich wie ein Schweber. Okay. Macht noch was anderes? Nö. Naja, doch nicht so toll, wie ich dachte. Habe ich eigentlich noch was anderes gekriegt? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, ne? Nö, aber ich habe auch schon vier Seiten Gesten mittlerweile. Das ist schon ganz okay. Also ich kann genug variieren. Ja, aber... gut, das ist ja nicht so ganz so wichtig. So, ich hoffe, ich habe nichts großartig vergessen. Ich gucke nochmal kurz das Inventar durch hier. Hier haben wir noch ein Ornament bekommen. Und zwar Schlaflosigkeit. Ja. Okay, das ist ja ganz, sieht ja ganz cool aus eigentlich. Für Waffenornament für Nachtwache, okay. Und dann haben wir hier natürlich noch Shader, aber Shader sind eher ein bisschen uninteressant, außer man will den Char richtig schön machen. Dann ist das natürlich eine andere Sache. Nachtwache habe ich sogar gerade. Mal gucken hier. Warte mal. Bestimmt etwas Interessantes gefunden. So, das ist Nachtwache. Wir wollen mal kurz ausrüsten hier. Zum Anschauen. So, so, so. Ja, das ist mein Char, wie gesagt, hier gerade zum Event. So, hier hat er noch auch noch hier dieses Ornament auf dem Helm. Das sieht eigentlich ganz lustig aus hier. Wie gesagt, das will ich auch haben. Wie gesagt, es war Random Drop bei Eva Levante aus dem Geschenk, wie gesagt. Ich kann es ja nochmal zeigen. Einfach so, vielleicht weiß man es ja nicht. Da müsst ihr Eva Levante, ihr müsst natürlich vorher schwägerische Essenz viel farmen, nicht wenig, sondern viel. Sonst bringt das nichts und dann müsst ihr halt da einfach was rausziehen. Soll ich mal Glück mal probieren? Ich kann ja mal ein Geschenk rausziehen, da kommt wahrscheinlich noch Mist raus, aber ich probiere mal. Ich habe es schon einmal probiert, da kam halt nichts Tolles raus. Aber wir probieren einfach mal ein bisschen hier und vielleicht habe ich Glück. Mal gucken. So, Eva. Gesagt, ne, hier kommt das Ornament raus. Kann auch gleich die Beute zu mitnehmen. Hier täglich muss ich eh noch machen. Dann da hat man einige Triumphe zu erledigen. So, Schwägerei-Sortiment hier. Schwägerische Essenz 75. Bin halt Schwägerei-Ornamente, Ausrüstung und andere ausgesuchte Schmuckstücke. Ich kann noch eine ich nehme noch eins. Wenn du willst. Und noch mal eins. Oh, noch mal eins. Wieso nicht? Oh, noch mal eins. Ja! Da ist es. Schwägerei-Geweih. Gut, ich habe dann doch ein paar eingesetzt. Habe noch genug Zeit, wieder schwägerische Essenz zu farmen. Hauptsache, das Ornament gekriegt. Die anderen Sachen habe ich direkt weg. Ja, cool. Habe ich es doch noch gekriegt. Noch ein bisschen mehr eingesetzt, eigentlich, als ich eigentlich wollte. Aber nun gut. Habe es gekriegt. Das ist schon mal gut. So. So, mal das Ornament mal eben einsetzen. So. Tada. Das habe ich auch ein Geweih, toll, ne? So, einmal lila. Müsste ja eigentlich mit dem Fokus zusammen eigentlich zusammenhängen. Mal gucken. Ja, genau. Lila sieht es natürlich irgendwie am langweiligsten aus. Ich finde, als Solar sieht es am coolsten aus. Also ist auch wieder Geschmackssache. Naja, ich habe das Geweih jetzt doch noch geholt. Ist ja okay, so würde ich sagen. Und das ist übrigens hier einmal das Ornament vom Geist. Ja, so kann ich stehen lassen, würde ich sagen. Sorry für den ganzen Versprecher hier und alles ein bisschen durcheinander hier. Das ist nur schon auch sorry dafür, aber auch Wochenende ist immer noch hart. Hardcore. So, ich wünsche euch viel Spaß bei der Schwägerei. Euch noch guten Loot und zockt schön. Bis zum nächsten Mal hier auf diesem Channel. Und frohe Ostern. Ja, und danke nochmal an alle, die mich hier unterstützen.
und viel Spaß. Tschüss. Reingehauen. Wir haben so viele Hüter verloren. Wir werden die Kabale zur Rechenschaft ziehen.